Bin ich wieder. Heute ist Türchen Nummer 10 an der Reihe und in meinem Kalender für das Rotbäckchen hatte ich guter Start, ja, mit besonders viel Vitamin und Kalzium. Das ist immer gut. So, ich schaue einmal kurz hier drüber, wo wir hier die 10 haben. Die haben wir hier. Ja, ein Zwerg, der Hotdog ist. Das wäre lustig, wenn der da auch wirklich Hotdog ist. Na ja, gucken wir mal. Ja, Tatsache. Okay, der Zwerg futtert also tatsächlich hier das Hotdog weg. Wobei ich es ein bisschen schade finde, die haben nämlich die Geflügel-Hotdogs nicht mehr. Und das ist für mich immer ein bisschen doof jetzt. Aber naja, heute haben wir wieder ein Rezept, das ist cool. Und die Schoki hier drin ist bedruckt. Und da drin ist so eine dunkle Schokocreme nochmal. Ja, ich kann nicht genau beschreiben, wonach das schmeckt. Schmeckt gut, aber ist halt ein bisschen dunklere Schokolade, also ein bisschen zartbitter. So, aber dann schauen wir auf jeden Fall mal nach dem, ups, wo bin ich denn hier, nach dem Rezept. Ein Pfefferkuchen für den Weihnachtsmann. Wenn der schwedische Weihnachtsmann Jul Tomte die Geschenke bringt, solltest du einen Pepparkakor für ihn bereithalten. Hier zeigen wir dir, wie du die berühmten Pfefferkuchen machst. Und keine Sorge, es werden genug Plätzchen werden, damit nicht nur Jul Tomte etwas von ihnen hat. Okay, dann schauen wir mal nach dem Rezept. Ja, ich drehe einmal. Und hier haben wir das Rezept für den Pfefferkuchen. Ja, und hier unten kann man wieder auf weiter, ups, jetzt habe ich zweimal gleich getippt, auf weiter tippen. Jawohl. Ja, mal gucken, ob ich davon mal was nachbacke. Vielleicht ja im nächsten Jahr. Okay, dann darf der wie immer an die Seite. So. Und hier habe ich ein Päckchen mit der 10. Ja. Hier wird irgendeine Figur sein. Das fühlt sich an wie eine dickbäuchige Figur, würde ich sagen. Hier ist ein Stift wieder drin und ja, irgendwelche Sticker oder keine Ahnung. Ich schaue gleich. Und hier bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Bilderrahmen drin. Ist auch extra hier nochmal in solches, in diese Dings verpackt, was immer so schön knallt. Ja, und heute mache ich zuerst das von Manuela auf. Ja, ich mache es mir jetzt leicht und nehme hier direkt gleich die Schere, weil ich denke, sonst würde ich hier jetzt ewig dran sitzen, das aufzufummeln. Und wenn ich es dann auf einer Seite hier so ein bisschen aufpacke, dann komme ich ja da schon ran. Und ich mache es auch gar nicht spannend. Ich reiß direkt auf. Ja, und ich mir dachte, es ist ein Bilderrahmen. Ein blauer Bilderrahmen, wo sie noch so einen Smiley drauf gemalt hat. Ja, süß, dankeschön. Mal schauen, was ich da reinmache. Ja, und dann mache ich auch hier direkt weiter mit dem Päckchen von Miss Fruchteis. Ja, und es sind wieder diese Sticker. Mit der Figur hatte ich auch recht, und zwar ein Fuchs. Und das hier.
fühlt sich an, als wenn da noch irgendwas wäre. Das ist von dem Klebeband gewesen. Ja, und hier haben wir einmal ein Einhorn Bleistift und dem werde ich einem Freund weitergeben. Der steht nämlich auf Einhörner. Und hier haben wir so einen süßen kleinen Plastikfuchs und das ist nicht einfach nur ein Fuchs, sondern das ist ein Anspitzer. Mache ich jetzt mit dem natürlich aber nicht. Ich gucke gerade mal, irgendwo habe ich hier bestimmt. Ja gut, kann ja den hier einfach nehmen. Ja, und funktioniert auch wunderbar. Ja, und dann macht man den hier anscheinend so, ja genau, einfach so auseinander und dann hat man hier die Sachen drin. Ja, süß. Und dann habe ich hier wieder solche Sticker. Ja, und wie gesagt, die werde ich sehr wahrscheinlich weiter tauschen oder weiter verschenken, weil ja, die sind nicht so meins. Und ja, wir sind ja da auch ganz locker, wir beide. Also wenn uns was nicht gefällt so gut, dann können wir das auch sagen. Und das ist überhaupt kein Problem, da ist die andere auch nicht böse. Und ja, wie gesagt, das ist nicht so meins. Die sind mir sehr bunt. Und die werde ich einfach weiter vertauschen. Okay, ihr Lieben, dann war es das schon für heute. Ich halte diese Videos hier mit Absicht immer ziemlich kurz. Wir haben ja sowieso jeden Tag ein Adventskalender-Video, was ihr bekommt. Und das ist dann nochmal so on top. Und deswegen versuche ich die immer so schnell wie möglich auch zu machen und mache es hier gar nicht groß spannend. Okay, ihr Lieben, ich sage tschüss und bis morgen.